Ich lese aus Vincent Klink, Ein Bauch lustwandelt durch Wien. Auf nach Wien! Der echte Wiener ist ein vollkommener Patriot. Vor allem aber ist der Wiener auf den Wiener besonders stolz. Und die edelste aller Sprachen dieser Welt ist der Wiener Dialekt. Das soll zumindest André Heller gesagt haben. Und der muss es ja wissen. Die Einwohner anderer österreichischer Bundesländer sind vorwiegend ganz und gar nicht dieser Meinung. Viele Österreicher sind sich aber den deutschen Piefkes gegenüber einig, dass man mit dieser Ethnie, zumindest nördlich des Mains, nicht verwechselt werden möchte. Die Unterschiede sind auch eklatant. Das Erscheinungsbild Wiens ist von einer barocken Opulenz und die Lebensweise entsprechend. Als Institution, als unabdingbarer Platz zum Leben, gilt dem Wiener das Kaffeehaus. In Deutschland gleicht die Bezeichnung Lebemann fast einem Schimpfwort. In Wien bezeichnet sie den Normalfall. Das Gegenteil wäre nämlich der Todmensch. Es ist eine radikale Stadt, Vororthässlichkeit der extremen Art, dann aber mehrheitlich wieder verführerische Biotope mit Prachtstraßen, Prachtbauten, alles voll von Ornamenten und Üppigkeit bis hin zum Schwulst. Auch geht die trotz oder gerade wegen der kaiserlichen Schwergängigkeit und Verweigerung in Sachen Fortschritt die künstlerische Sezession. Die sogenannte Wiener Moderne, die sich wandelnd bis in die heutige Zeit blüht. Die habsburgische Geschichte ist überall spürbar. Nicht nur, was Taten und Bauwerke der Monarchie angeht, auch der einzelne Bürger ist davon tief geprägt. Egal, ob er sich als glühender Anhänger zu erkennen gibt oder in heftiger Opposition zu aller Monarchistischen steht. Die Wiener gelten von Ferne betrachtet als träge. Und sie lieben gedehnte Gemütlichkeit. Letztlich ist dies aber eine Art von Heimtücke. Denn in Wahrheit sind sie nachdenklich, meiden Turbulenzen und erzielen mit ihrem Ritardando oft bessere Ergebnisse als wir deutschen Hektiker. In diesem Sinne sind sie äußerst effizient. Im Gegensatz zu Deutschland, wo ständig über die nächsten Urlaubsziele geredet wird, macht der Wiener jeden Tag ein bisschen Urlaub. Dazu dienen in erster Linie Musik und Theater. Das tägliche Konzertangebot ist kaum überblickbar. Alle Konzertsäle sind proppenvoll und die Theater ebenso. Theater findet überall statt, auf unzähligen kleinen und großen Bühnen und erst recht auf der Straße. Fast jeder Wiener ist ein begabter Mime. Vertieft man sich etwas